Guten Morgen. Leib haben wir schaffen, oder am Namen Jesu kommen wir nicht hin. Ich danke dir für deine Leib. Ich danke dir, dass wir nie in der Hand fangen können. Ich bete, dass du zu uns redest, dass wir dein wunderbares Wort verstehen. Und dass wir nicht in deinem Wort leben. Du bist immer Gott. Wir leiben dich. Wir danken dir, Herr, für jeden Tag. Und ich bete im Namen Jesu, dass du zu uns redest. Dass wir dein Wort verstehen, Herr. Mach ganz hoch, auch dass wir uns in das Wort Peter erzählen, Herr. Amen. Jesaja 23, das beschreibt so sehr, das Menschenwort, wie wir sind. Von Vers 15 sagt der Herr: Schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mit ganzer Kraft für uns ein? So wie hatte ich gestern gelesen, dass die Israeliten Gott verloren hatten. Er hatte Gott beleidigt, Gott verloren und Gott hat sie in die Erste wahrgenommen. Und nun fragen sie sich, warum Gott nicht hier, warum Gott nicht mit ihnen das. Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Das hört sich mir gerade nicht den Menschen von durchs Dach. Die Menschen sind vorgedreht, Gott in Rede, lebe er in das Leben. Und nachher fragen sie, warum hat Gott nicht? Warum Gott das? Warum Gott ja? Nachher ist der Götter Latz, als Gott nach Wade schuld. Sehr wie nicht gerade so. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser. So hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Also ist Gott noch schuldig, dass sie vom Weg aufgekommen sind. Also das so focke ist das so. Gott ist schuld, der Church ist schuld, in einer Salzhaft keine Schuld, so schien das Focke. Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und deinem Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Und diese Sperden nehmen eine Schmeierwurf von Gott. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Diese brückte jemand. Sie brachte sein Erkenntnis. Wenn ich das lese, das hat mich gerade eine andere Zeit. Das hat mich gerade eine Reaktion auf was wir Menschen von draußen da haben. Gott angehorsam und nachher froh, wie warum Gott das und warum Gott jahnt und warum Gott nicht angerückt und auf Gott kann ich mir ja das alles gedeten. Gerade so. Das seht ihr gestern, was wir lesen. Gott hat sich von ihnen aufgewandt, wenn sie sich von Gott aufgewandt hat. Also Gott hat ihnen sich selbst überlassen. Und nun fragen sie, wo ist der Gott, was all die Wunder hat, wo ist der Gott? Nicht nur das beschrift unsere Generation. Sehr, sehr viele Menschen haben mit ihrer Attitude, mit dort, was sie dienen. Mit Wort, was sie leben, Gott in Rede geht. Und wenn dann ins Wort ist, dann fragen sie, wo ist Gott, warum Gott, warum lässt Gott das Tau? Alles ist dann Gott seine Schuld. Und ich glaube, wie man in uns ein Wort nennt sich. Und treten Gott kommen. Und am Genet, you know, bad, Gott ist ein Genet, ja Gott. Herr, ich bete, dass du uns eine Chance hast. Dass wir uns in das Wort prüfen, dass wir seine Wörter mit uns steht und dass wir wertig von ganzem Wort uns
Trägne die Wande, Herr, und dort wie bei die bliebe, Herr, dann wirst du anzukommen, wo der Kreuz ist, die ich immer hast. Die beste Salz, ja Gott. Wort ab und doliert, sind die nicht schöner. Die sind einmal dich bei dir und einmal gönne die Wasch von dir. Aber du bist immer der Salz, ja. Ich danke dir dafür, du hast die Salz gekauft. Du kannst helfen, Herr. Und wenn wir dir herrschen, dann schau ich mit ihnen helfen, Regner. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.